Heute habe ich wieder zwei Gameplays zugeschickt bekommen von Fortnite Pros. Einer von den beiden hat FNCS gewonnen, der andere hat noch kein FNCS-Win. Und ich muss das erraten, ihr könnt zu Hause mitraten. Und bevor wir ins erste Gameplay reingehen, vergesst natürlich nicht den Creator-Code Kato bei einem Shop einzutragen. Vielen Dank an jeden, der das tut. Und ich würde sagen, wir starten. Okay, wir haben das erste Gameplay. Und wir sehen direkt einen kompletten Schwitzer. Er spielt den Cowboy-Skin und ist anscheinend die Goat. Okay, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Also ich habe legit gerade keine Ahnung, wer das sein soll. Ja. Er ist auf jeden Fall wieder der Beste. Es ist ein Solo-Cash-Cup, aber noch kein Finale. Safe, irgendjemand zu Hause weiß jetzt direkt, wer das ist. Hundertprozentig. Ja, das war ein krasser W-Keyer. Hilfe. Hilfe ist ja gut. Also der hat auf jeden Fall, ja, der hat's auf jeden Fall drauf. Clip ist auch aus dieser Season, beziehungsweise der Cup. Geht weiter aggressiv rein. Der Gegner hat gar keinen Spaß. Hilfe! Er wird komplett umgerannt. Also von dem will ich nicht gerusht werden. Okay. Weiter aggressiv. Aber der Gegner macht's auch nicht schlecht, aber ne. Da kann er die Schere heben. Und direkt der nächste Fight. Oh mein Gott, das Peace Control. Ist das Vico? Warte mal. Ich kann mir gerade richtig gut vorstellen, dass das Vico ist. 13 Kills. 14 Kills. Der ist ja komplett am Rasieren. Okay, 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 okay. Wir haben natürlich wieder alles, was auf die Pros hinweisen könnte, verdeckt. Damit ich es so schwer wie möglich habe. Aber Hilfe ist ja gut. Also ich will auf jeden Fall gleich erstmal das andere Gameplay sehen, um zu beurteilen, ob er einen FNCS-Win hat. Also wenn das Vico ist, dann er hat halt schon einen FNCS-Sieg, ne? Und der W-Keyt einfach im Late-Game komplett rein. 38 Kills hat er. Hilfe! Wie macht man bitte 38 Kills in Solo? So viel mache ich nicht mal in meinem ganzen Cup. So viele Kills. Warte mal, ich habe doch gerade Vico gehört. Grüße gehen raus an meinen Cutter. Ich glaube, es war Vico, Freunde. Okay, der nächste. Wir haben Gameplay bzw. Spieler Nummer 2. Er hat, sagen wir mal, nur 3 Kills. Aber wir sind, glaube ich, im Solo-Cash-Cup-Finale sogar. Also hier sind wir sogar schon im Finale, wo die Gegner natürlich viel, viel besser sind als in so einer offenen Runde. Und er macht das solide, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, der erste Pick ist nicht schwer. Vom Gefühl her gerade würde ich sagen, der erste war Vico. Und das ist, der hat natürlich jetzt FNCS gewonnen letzte Woche. Oh. Und Spieler 2 ist auch nicht schlecht. Aber er ist kein Pro. Er ist kein Pro. Also, obwohl vielleicht doch, aber er ist kein FNCS-Sieger. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der FNCS gewonnen hat. Ich würde aber gerne wissen, wer das ist. Ich kann es gerade null einschätzen. Ist voll interessant auch zu wissen, welcher Pro das ist. Ich weiß, dass viele von euch da draußen richtig gut immer kennen sind vom Gameplay. Das Format ist ja auch so beliebt bei euch. Aber ich bin meistens irgendwie schlechter als die Zuschauer zu Hause. Schreibt natürlich am Ende in die Kommentare, wie viel ihr richtig hattet, ne? Nicht vergessen. Aber ich glaube, das erste hat jeder richtig. Wer ist das eigentlich? Wer kann das sein? Wir gehen Richtung Late Game. Oder beziehungsweise eher Richtung Heal-Off. Er hat halt keine Mats, aber er hat High Ground. Er macht's aber gut. Sein Movement ist wirklich gut. So, 3, 2, 1. Oh, stark gemacht. Instant Medkit, kriegt nochmal Medkits. Der gewinnt wahrscheinlich sogar die Runde, oder? Der gewinnt wahrscheinlich sogar die Runde. Der hat sogar noch Flopper. 4 Leute Heal offen. Ach du heilige Makrelensoße. 1 gegen 1 Heal off. Und er hat noch Flopper, Chat. 1 gegen 1 und er hat noch Flopper. Er kann sogar jetzt aggressiv pushen gehen. Damit der andere das Medkit abbrechen muss. Aber macht er nicht. Er spielt komplett safe. Ist maybe auch schlauer. Es gibt ja $100, wenn man die Runde gewinnt. Okay, Flopper. Jetzt geht er rein, oder? Der Gegner hat auf jeden Fall auch noch Green Life. Storm Sickness, aber er gewinnt die Runde. Okay, Freunde, wir müssen uns entscheiden. Also, ich sage euch so, wie es ist. Der erste hatte fast 40 Kills in einem Solo-Cup. Natürlich nur Opens, aber ich glaube, wenn du 40 Kills machst, bist du hundertprozentig ein FNCS-Sieger. Spieler Nummer 2 war auf jeden Fall kein schlechter Spieler. Er konnte bauen, seine Gamesets waren gut, Movement war gut, aber der hatte einfach irgendwie, der hatte einfach keine Aura. Wenn man das so sagen kann. Deswegen sage ich, Freunde, Spieler Nummer 1 ist der FNCS-Sieger. Das ist Vico. Spieler Nummer 2, keine Ahnung, wer du bist, aber du hast kein FNCS gewonnen. Und
Ich liege richtig. Vico war der Erste und der Zweite ist Prism. Okay. Prism sagt mir tatsächlich gar nichts. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den kennt. Ob der auch gut ist. Und wir sind schon im nächsten Gameplay. Und das Gameplay ist ein bisschen älter. Fällt mir direkt auf. Da haben wir noch den alten Grappler und die Sniper drin. Das war, glaube ich, Season 1 in dem Chapter, ne? Das war, glaube ich, Season 1. So, wer kann das sein? Der spielt Stretch Dress. Versucht die ganze Zeit irgendwie zu noscopen. Aber er hat Healing. Er hat ein Heal-Medaillon. Stimmt, damals gab es ja noch komplett viele Heal-Medaillons. Hilfe, ist der gut. Was waren das für gute Snipes? So Quickscopes. Ja, macht er gut. Wir sind in den Top 7. Er hat noch das ein oder andere Medkit zum Heal-Offen. Macht sogar ein Early-Heal-Off. Okay, interessant. Jetzt spielt man auf jeden Fall ganz anders als früher, sagen wir mal so. Wir sind schon in den, ich sehe es gerade nicht, Top 8 oder Top 5? Top 5, glaube ich. Okay, aber warum geht er nicht in die Zone? Warum geht er noch nicht in die Zone? Jetzt geht er in die Zone. Geht er auf High Ground? Oh mein Gott. Der Grappler war aber auch so kacke, ne? Der hatte so Delay. Und bis du schießen konntest, hat so lange immer gedauert. Ich habe, by the way, meinen Game-Sound auf laut. Ist wahrscheinlich extra so, damit ich die Stimmen nicht höre. Okay, was ist das für Bots? Er spielt Only Sniper. Warte mal, er hat Only Sniper gewonnen? Das ist verrückt. Oh mein Gott, was ist das für Aim? Wir sind auch direkt bei einem zweiten Gameplay. Wieder Solo Cash Cup. Wieder finale Solo Cash Cup. Und der erste hat mich nicht mal annähernd so gut überzeugt wie jetzt der zweite. Warte mal, da waren sogar noch Fäuste drin. Heißt, das ist ja, das war Anfang der Season. Der Solo Cup. Okay, geht mit Fäusten rein. Oh, Uppercut. Junge, die Season war auch so dumm. Also am Anfang, diese Season war so OP. Wir hatten so viele dumme OP-Items in dieser Season. Okay. Er geht weiter aggressiv auf Kills. Er hat schon 5 Kills. Das, irgendwie wirkt das so, als ob das wieder einfach ist. Aber das Problem ist, der andere war ein alter Clip, ne? Das kann halt sein, dass es irgendein OG-FNCS-Sieger ist, so mäßig. So irgendjemand, der vor 2 Jahren FNCS gewonnen hat. Weil hier, ich weiß nicht, wer hier gerade zockt. Sage ich euch ehrlich. Keine Ahnung, wer hier gerade am Zocken ist. Oh, macht er aber gut. Also fighten kann der auf jeden Fall. Fighten kann der auf jeden Fall. Oh mein Gott, wie OP ist... Junge, Nitro war so OP am Anfang der Season. Hilfe! Und jetzt hat er High Ground. 24 Kills. 25 Kills. 26 Kills. Nee, doch nur 25. Hä? Jetzt. Ah, 27 sogar schon. Der macht sogar fast eine 30er-Bombe im Finale. Boah, ich glaube sogar, Spieler Nummer 2 ist der FNCS-Sieger. Aber ich habe halt Angst, dass mir eine Falle gestellt wurde. Das kann halt auch sein. Das kann halt auch sein. Hilfe. Ich weiß nicht, wer ist. Also von den Spielertypen. Ich wüsste nicht mal, welcher Pro der ist. Das ist. Deswegen. Okay, wir gehen in die Top 3 mit Heal-Off. Und der gönnt sich erstmal die Medkits. Wer ist das? Wer ist dieser Spieler, Freunde? Ich kann es gerade null einschätzen. Und ich muss mich gleich entscheiden. Hilfe. Ich glaube, Spieler 2 ist der FNCS-Sieger. Einfach, weil der 27 Kills hat. Aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei, den auszuwählen. Oh, er findet nochmal einen Kaktus. Das ist auch ultra smart. Das war ultra smart. Jetzt nochmal Medkit poppen auf dem Weg dahin. Geil. Gefällt mir richtig gut. Gewinnt er das, Heal-Off? Okay, er hat sogar noch ein Medkit. Und er gewinnt. GG's. Okay, Freunde, wir halten nochmal fest. Der erste Spieler hat Only Sniper gespielt, war aber halt ein alter Clip. Schwierig, schwierig, schwierig zu erraten, ob er der FNCS-Sieger ist. Er ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Spieler Nummer 2 hatte God-Aim, war ein God-W-Kier, war auch smart. Und das war aus der aktuellen Season. Schwierig. Boah, ist das schwierig, Freunde. Aber ich muss mich entscheiden. Ich lege mich fest. Auch wenn es eine Falle sein kann, ich gehe auf Spieler 2, ist der FNCS-Sieger. Keine Ahnung, welcher das sein soll, aber ich glaube, es ist er. Warte mal. Spieler Nummer 1 war Flixi? Das will ich sehen, ob das jemand zu Hause erraten hat. Was? Und der Schwitzer war Cheeps. Cheeps kennt man auch natürlich. Der ist auch für die WM called. Oh mein Gott. Ich hätte Flixi niemals, hätte ich gedacht, dass das Flixi ist, der Erste. Niemals, in keiner Welt. Aber das war... Okay, okay, ich bin in die Falle reingetappt, Freunde. Mal gespannt, ob ihr zu Hause auch in die Falle reingetappt seid oder auch irgendwie das predicted habt oder sogar vielleicht Flixi erkannt habt am Gameplay, an den Mechanics oder so. Das ist natürlich verrückt. So, Freunde, direkt nächstes Gameplay. Eins habe ich richtig, eins habe ich falsch. Und wir haben wieder einen erneuten Clip aus dieser Season tatsächlich. Wieder Solo Cash Cup. Wir gucken rein. Wer kann das sein? Warte mal, das muss sogar relativ aktuell sein. Er spielt den Adidas-Skin. Wir mussten wahrscheinlich wieder Sound muten, damit wir die Stimme nicht hören und das nicht verraten. Oh ja, ja. Also fighten kann der Typ schon mal. Aber ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ich kann mir gerade null vorstellen, wer das ist. 15 Kills hat er. Und der nächste Kill.
Oh, macht er gut. Fighten tut er schon mal professionell. Und der Gegner hat auf jeden Fall aufgegeben. Da wurde die Schere gehoben. Ja, also ich weiß nicht, wer das ist, aber der Mann ist eine Maschine im Fighten. Ist das ein FNCS-Sieger? I do not know. Oh mein Gott, diese Mechanics. Okay, das war Spieler Nummer 1. Wir sind direkt bei Spieler Nummer 2. Schon wieder ein älterer Clip. Wer kann das sein? Kann das ein FNCS-Sieger sein? Also wir haben gerade vom ersten nicht so viel gesehen. Wir haben nur gesehen, dass er gut fighten kann. Was zeigt uns Spieler Nummer 2? Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Da redet irgendwer. Irgendein Engländer. Oder zumindest redet er Englisch. Warte mal, es kann auch Ami sein, ne? Oh mein Gott, in den USA kenne ich mich gar nicht aus mit dem Stimmen. G4 Bananen ist verrückt. Der Mann hat die Bananen am Sippen. Und das Dash-Medaillon. Boah, das war auch eine krasse Season, ne? So eine OP-Season. Er hat 5 Kills, so wie ich das erkenne. Aber keine Ahnung, wer das sein soll. Ich versuche gerade, die Stimme zu erkennen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe die noch nie gehört, die Stimme. Zumindest kann sie keinem Spieler zuordnen. Okay, unten irgendwas? Okay. Ah. Der WQ auf. Boah, ich glaube, das ist das Schwierigste. Das ist das Schwerste, glaube ich. Der FNCS gewonnen oder der Erste? Ja, wir gehen ins Late Game. Er hat 6 Kills, 6 Spieler live. Auf jeden Fall auch ein Solo-Finale. Ist halt ein älterer Season-Clip. Oh mein Gott, der Edit war so schlau. Nächste Banane wird gepoppt. So, es wird nicht weniger oder es wird nicht unstackter. Er sneakt sich hier gut durch, macht er sehr, sehr schlau. Lädt jetzt erstmal nach. Hangt Storm mit Medkits, okay. Top 3 ist das gerade. Gewinnt er das Heal-Off? Ich glaube nicht. Aber er kann hochdashen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Oder er splieft einfach High Ground. Boah, das war schlau. Das war schlau, Freunde. Oh mein Gott, war das gut gespielt am Ende. Der Win war ja so verdient. Wir müssen uns entscheiden. Und das ist, glaube ich, die schwierigste Entscheidung bis jetzt. Boah, ist das schwer, Freunde. Ich sag einfach, was mein Bauchgefühl sagt. Mein Bauchgefühl sagt, Spieler Nummer 2 hat irgendwann mal FNCS gewonnen. Spieler Nummer 1 war ein krasser Fighter, aber der hat kein FNCS gewonnen. Wir gehen einfach nach Bauchgefühl. Mal schauen, ob es mich enttäuscht oder nicht. Ich würde gerne auch wissen, wer das ist. Okay. Der erste war Mutz, der FNCS-Sieger. Und der zweite war Batman Booger. Nee, warte mal. Mutz hat FNCS gewonnen? Ah, doch. Trio, glaube ich. Trio FNCS hat er gewonnen. Und Batman Booger hat noch kein FNCS gewonnen. Junge, Batman Booger, das ist auch so ein verrückter Name. Okay, Chat. Ich lag wieder falsch. Mein Bauchgefühl hat mich enttäuscht. Wir sind im nächsten Gameplay. Wir haben einmal 1 richtig und 2 falsch. Okay, ich versage gerade im FNCS-Sieger erraten. Ich muss besser werden da drinnen, unbedingt. Ich muss unbedingt darin besser werden. Wir haben wieder ein Ranked-Gameplay. Aber ist schon ein bisschen älter. Ist, glaube ich, auch aus der vorletzten oder der letzten Season. Boah, schöner Snipe. Okay, Mechanics sind auf jeden Fall schon mal gut. Die Mechanics sind auf jeden Fall schon mal richtig gut. Das sind halt aber auch nur die Gegner, ne? Boah, das haben auch schwierig gemacht hier. Schwierig gemacht von meinem Cutter, der das hier alles organisiert hat. Wenn du jetzt Dia Rank Gameplay siehst, natürlich shittet ein Fortnite-Schwitzer die. Aber egal, ob er FNCS gewonnen hat oder nicht. Sogar ich shitte Dia Lobbys. Deswegen übel schwer zu erraten. Boah, er ist halt gut, er ist halt gut. Okay, nächstes Gameplay. Wen haben wir hier? Wir haben wieder einen Solo Cash Cup, glaube ich. Landet in Lavish. Oh, stark. Lol, dass das Schild noch drin ist. Auch wieder ein bisschen älter. Junge, ist so eine... Also Chapter 5 war verrückt, was wir durchmachen mussten, ne? Also das kannst du keinem erzählen. Was da für Items drin waren in Turnieren, ist wirklich verrückt. Auf einmal hebt er da das Schild. Okay. Okay. Das ist halt Cup-Gameplay, ne? Da sind die Lobbys deutlich, deutlich besser als in... Als in Dia Rank gerade. Deswegen bin ich gespannt, ob ich richtig rate. Oh mein Gott. Also mechanically ist er gut. Hilfe ist er gut. Gönnst du jetzt nochmal ein Medkit? Das Heal-Medaillon war auch so OP, ne? Das haben wir gar nicht mehr wertzuschätzen gewissen. Wir hatten einfach 4 oder 5 Heal-Medaillons, glaube ich. Also jedes Medaillon konnte ja healen. Das war ja so OP. Okay, 26 Kills im Solo-Cup. Das ist verrückt. Ich kann es wieder nicht einschätzen. Ich kann es wieder nicht einschätzen, Freunde.
Es ist diesmal so schwer wie noch nie, glaube ich. Yo, ist das Bugger? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist Bugger. Der baut so clean. Kann sogar echt, kann sogar wirklich sein. Und er gewinnt. Okay, Freunde, wir müssen uns wieder entscheiden. Es ist so schwer. Ich brauche kurz einen Moment. Der erste war Ranked Dia Gameplay. Natürlich hat er die Lobbys zerstört. Der zweite Spieler war Solo Cup. Da hat er auch die Lobbys zerstört. Dann sage ich einfach, Spieler Nummer 2 ist der FNCS-Sieger. Und ich hoffe, diesmal, bitte, 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 liege ich richtig. Ich weiß nicht mal, welcher Pro das sein kann. Mir fällt niemand ein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Und ich lieg wieder falsch. FNCS-Sieger Arkorn. Arkorn kennt man. Der ist auf NA eine Maschine. Der ist immer oben mit dabei. Und der Schwitzer war Klicks. Wie konnte ich Klicks nicht erkennen? Oh, ich bin heute so schlecht. 1 habe ich richtig und 3 habe ich falsch. Wir gehen direkt ins nächste. Was? Ich bin sauer, Freunde. Ich bin richtig sauer. Okay, wir sind wieder im nächsten Gameplay drinne. Wir haben jemanden in Grimgate, der W-Keyed. Ist auch aus der älteren Season, also aus der Season 2, glaube ich. Und der ist crazy. Hilfe, ist der gut. Der Mann ist ja anders am W-Keyen. Der rasiert anders die Lobbys. Hilfe. Ja. Der Mann ist Maschine. Ich glaube, der hat FNCS gewonnen. Der hat so schnelle Edits oder so ein gutes Peace Control, das auch nur Vico hatte bis jetzt gefühlt. Warte mal. Flixi hatten wir schon. Es spielen nicht so viele Pros stretched. Ich überlege gerade, welcher Pro das sein kann, der stretch spielt. Ich kenne halt nicht viele. Aber warte mal, ist auch älter, ne? Ist ein älterer Clip. Kann auch sein, dass ich da falsch liege. Also ich darf da auf jeden Fall nicht vorher... Oh mein Gott, das MP-Aiming. Hilfe. Ist das Peterbot? Das würde komplett passen zum Playstyle. Peterbot, wissen wir, hat Back-to-Back FNCS auf NA gewonnen. Einfach 140.000. So verrückt. Das ist so verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Junge, sein Aiming ist aber nicht von dieser Welt. Hilfe! Okay, wir gehen Spieler Nummer 2 rein. Und irgendwie merkt man schon direkt, das ist kein FNCS-Sieger. Nee. Das ist kein FNCS-Sieger. Oder? Warte mal, ich darf jetzt nicht wieder... Vielleicht werde ich wieder getrollt. Wie mit dem Ranked-Gameplay gerade. Also er ist auf jeden Fall wieder gut. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Boah, Edits und Dings ist auch richtig gut. Hat er gerade Reason geschittet? Wir haben wieder auch einen aktuellen Clip, also aus dieser Season. Könnte das Noah Riley sein? Das wäre perfekt, weil Noah hat kein FNCS gewonnen und der ist auch Maschine. Auf dem High Ground? Ich glaube, das könnte sogar Noah Riley sein. Geht auf High. Macht er gut. Awareness ist auch gut. 11 Kills. Also ich würde schätzen, das ist Noah. Und Noah, wie wir wissen, hat leider keinen FNCS-Sieg. War schon oft nah dran. Aber manchmal soll es halt nicht sein. Okay, Top 4. Er hat 6 Medkits, da liegen auch noch tausende Medkits. Gewinnt er das? Macht auf jeden Fall weiter Druck auf die Gegner. Holt sich den nächsten Kill. 1v1, glaube ich, oder? Ne, Top 3. Ja, der macht das richtig, richtig gut. Also ich würde schätzen, dass es Noah ist. Vom Gefühl her. So, wir gehen wieder in Heal-Off rein. Wie wir es mittlerweile schon kennen. Im Solo-Cash-Cup gibt es immer Heal-Off. Wirklich, im Finale. Ganz, ganz selten, wenn es keine Heal-Offs gibt. Okay, immer noch Heal-Off. Top 3. Alle leben noch. Alle healen sich noch. Aber ich glaube, er sollte das gewinnen mit so vielen Medkits. Mit so vielen Medkits kann man es gefühlt nicht mal verlieren. 14 Kills. Top 2 jetzt. Top 2. Aber ich glaube, ich bleib dabei. Der Erste hat FNCS gewonnen. Und ich glaube, das ist Noah. Und er geht pushen. Und er hat die Runde gewonnen. Okay, Freunde, wir müssen uns entscheiden. Und ich lege mich fest, der erste Spieler ist der FNCS-Sieger. Ich glaube, das ist Peterbot. Der zweite Spieler, glaube ich, ist Noah und hat, wie wir wissen, kein FNCS-Sieger. Mal schauen, ob ich richtig liege oder heute komplett am Versagen bin. Und das war Grip, hey? Aber ich hatte recht mit Peterbot. Okay, Freunde, ich hatte recht. Ich habe 3 Sachen falsch geraten. 2 habe ich richtig geraten. Schreibt mal, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt, wie viel ihr richtig und falsch hattet. Würde mich interessieren, ob irgendjemand draußen alles richtig hatte. Und vergesst natürlich nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.